Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Herzergreifend und tragisch. Die Geschichte der schönen Kaiserin Elisabeth von Österreich hat schon viele Generationen berührt. Das Musical kommt jetzt nach Bremen. Und die Rolle des kleinen Rudolfs, Elisabeths Sohn, soll ein kleiner Bremer übernehmen. Und Sie hier wollen die Traumrolle ergattern. Jannis 10 Jahre, Julian 11 Jahre und Jonathan ebenfalls 11 Jahre alt. Jannis hat 2010 schon einmal die Rolle des Rudolfs gespielt. Auf der Bühne zu stehen ist seine Leidenschaft. Ja, ich fühle mich halt frei und ja, auch mit den anderen Schauspielern das zusammen zu machen, das macht einfach Spaß. Immer dabei natürlich die stolzen Eltern. Er singt gerne und er singt gut und er hat nicht so die Hemmungen, auf der Bühne zu stehen und zu spielen. Die Leidenschaft für Musik liegt bei den meisten Kindern hier in der Familie. Also ich spiele Cembalo und Horn, mein Vater ist Cembalo-Bauer und ja. Das Musical erzählt vom bewegten Leben von Sissi, wie die Wiener ihre geliebte Kaiserin zu nennen pflegen. Von Höhen und Tiefen, Glück und Zweifeln. Ihr Sohn Rudolf vereinsamt und stirbt schließlich. Eine schwierige Rolle, auch wenn es nur eine kleine Szene ist. Doch unsere Bremer Jungs trauen sich das zu. Texte lernen kann ich sehr gut, weil ich spiele auch Gitarre und ich singe. Und daher kann ich das auch ziemlich gut. Und auch Julian macht seit er klein ist Musik, unterstützt von seinem Vater. Er spielt Horn und Klavier bringt er sich selber bei. Und das können sie jetzt beim Casting beweisen. Mit Co-Produzent Robert Wann spielen die Kinder die Szene, die sie später auch im Musical spielen werden. ...1992 feierte das Musical Elisabeth seine Weltpremiere in Wien. Seitdem begeisterte es über 8 Millionen Zuschauer weltweit. Zum 20-jährigen Jubiläum tourt das Musical jetzt durch Deutschland. Die Kinderrolle wird deshalb in jeder Stadt von mehreren Jungen übernommen. Aber das passt wunderbar zusammen, ja, weil die Kinder gewöhnen sich so schnell daran und sind da so flexibel einfach, sich zu integrieren und in das Ensemble reinzukommen, dass unsere Erfahrung ist, das funktioniert eigentlich immer super und ist eine tolle Erfahrung für die Kinder. Und unsere Bremer Nachwuchstalente schlagen sich super beim Casting. Also als ich reinkam, war ich schon ziemlich aufgeregt, aber ich dachte mir, ich könnte, auch wenn ich aufgeregt bin, nichts da an der Situation ändern. Und deshalb habe ich mich einfach aufs Spielen konzentriert und nicht mehr darüber nachgedacht. Und endlich ist sie da, die Entscheidung. Jonathan ist leider nicht dabei. Ja, ich bin zwar nicht dabei, aber egal. Bist du schon ein bisschen traurig, oder? Ja. Jannis und Julian haben es als 2 von 4 Gewinnern geschafft. Produzent Robert Wann ist sehr zufrieden mit den Gewinnern. Naja, sie konnten besonders gut singen gegenüber den anderen, das ist das eine. Und sie konnten besonders gut beim Schauspiel umsetzen. Also wenn der Regisseur, wenn ich ihnen etwas erkläre und sie müssen es nachspielen, haben sie das einfach wunderbar gemacht und haben das genauso umgesetzt, wie wir es gerne hätten. Und das sind super Voraussetzungen, um es auf der Bühne spielen zu können. Für unsere 4 erfolgreichen Gewinner des Castings heißt es jetzt erst einmal fleißig weiterüben. Insgesamt 4 Tage Probe sollen dann den letzten Feinschliff geben. Und vom 7. bis 25. März stehen die kleinen Nachwuchs-Musical-Darsteller dann endlich auf der großen Bühne. In einer der schönsten und tragischsten Geschichten.